Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Lizard 20T Anhänger. Diesen möchte ich euch gerne mal vorstellen, um zu gucken, was der denn so schönes kann. Ihr findet den Mod unter neueste Mods oder unter der Kategorie Anhänger. Der Autor von dem Mod hier ist Fast Farming. Und die Modgröße beträgt ca. 11,25 MB und ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Genau, hierzu gehen wir immer unter Mods und DLCs. Und dann haben wir schon den Hänger hier, der Lizard 20T. Der kann im Prinzip hier fast alles laden, außer Trauben. Also von Getreide, Häckselgut, Zuckerrüben, Heu, Stroh, Silage, Zuckerrohr, im Prinzip dann noch Weizen, Gerste, Hafer, Soja, dann halt noch Salz, Dünger, Kalk und so weiter und so weiter. Der kommt im Prinzip im Standard daher, der 20T-Anhänger, mit 27.000,1 M3, also im Prinzip Kubik, Liter, also 27.001 Liter, wiegt 6 Tonnen leer und kostet 23.000 Euro. In der Konfiguration könnt ihr wählen Standard, den Aufbau, dann habt ihr 44.700 Liter oder halt nur den Standard. Wir lassen jetzt mal den Aufbau für die späteren Konfigurationen. Hierzu könnt ihr wählen der Trelleborg, Reifenhersteller, Michelin, BKT, Friedestein, Trelleborg. Bei Trelleborg haben wir hier wählbar die Reifenvariante Standard, Breitreifen oder halt Standard. Bei Michelin nix, bei BKT auch nicht, bei Friedestein auch nicht und bei Trelleborg natürlich wieder wählbar. Design ist hier wählbar Standard oder mit den Seitenmarkierungen einmal oben an den Kanten im Prinzip, ne? Und hier an der Seite, wie man das sieht jetzt, ne? Natürlich auch beidseitig, ist klar. Oder man wählt das Design aus, Standard, oder halt Aufkleber rot. Das wäre im Prinzip hier unten. Also hier unten an dem Front, an der Lippe unten, ne? Standard oder Aufkleber rot. Hierzu könnt ihr noch die Hauptfarbe wählen in allen Farben, von rot auf grau. Sieht auch interessant aus. Oder halt in blau. Wählbar aber auch hier in lila. Oder halt auch in kommunal. Oder halt in Schutenfarbe. Designfarbe 2. Oder im Prinzip Designfarbe 1 oder 2. Könnt ihr hier wählen. Im Prinzip in rot hier. Das ist im Prinzip der Aufbau oberhalb. Ne? Oder halt auch gerne in blau. Natürlich geht es auch in grün oder halt auch in karmesinrot oder in braun. Das sind halt natürlich die Geschmäcker von der Farbwahl auch total verschieden. Dann haben wir hier die Designfarbe. Das ist jetzt vorne die Halterung für die ganzen Schläuche. Da können wir wählen hier auch in grau oder halt auch in grün. Ne? Wählbar ist aber auch in blau oder halt gerne in schwarz. Wählbar natürlich. Dann haben wir hier noch Felgenfarbe wählbar, hier auch in allen Farben, zum Beispiel in Gelb. Oder wir nehmen Valtra Farbe, können aber natürlich auch in Rot nehmen. Geht natürlich auch. Dann kostet der Hänger ca. 9.600 Euro mehr. Im Prinzip insgesamt 32.600 Euro. Genau. Hier haben wir den Hänger mal in verschiedenen Farbvarianten mal hingestellt. Schwarz-Gelb zum Beispiel. Ja, sieht auch interessant aus. Hier die ganzen Halterungen. Luftanschluss, Hydraulikanschluss und. Ja. Hier das haben wir mal in Rot, dann in Schuten, ja, dann in Grün, in Rot hier. Und so weiter. Genau. Dann haben wir noch einen Traktor. Genau, hier sehen wir dann hier. Und dazu wollen wir dann hier zum Beispiel den Hänger mal befüllen und zu gucken, was man dann genau noch alles reinmachen kann. Hier haben wir aktuell natürlich die Lichter.
dann im Prinzip 4 oben, 4 unten. Ja. Dann haben wir noch 4 Blinker links, 4 Blinker rechts. Rückfahrleuchte haben wir keine dabei. Aber Bremse haben wir am Start. Und Seitenmarkierungsleuchten haben wir hier auch links und rechts natürlich auch. Genau. Dann können wir, oder fahren wir hier mal drunter, was man hier dann alles laden können. Und zum Beispiel mal Weizen laden. Ne? Neue Weizen drin, als Beispiel. Man könnte es auch einfach hier wegfahren. Ne? Und wie ihr seht, der Hänger oder der Traktor packt den Hänger hier, wenn der fast voll ist. Und es ist im Prinzip auch ein schöner Allzweckhänger für eure Farm. Ne? Gibt natürlich auch. Ja, natürlich noch auskippen hier, ne? Dass man halt natürlich alles hier drin hat im Silo dann. Wir können auch den Hänger nach oben lassen, sodass man im Prinzip sehen kann, wie er abkippt, ob hier alles richtig sein soll, da wo es sein soll im Prinzip, ne? Anschlüsse sind auch am Start und alle da. Ne? Anhängerkupplung da. Federung ist da. Ne? Hier haben wir auch natürlich die Klappe. Hier ist hinten auch im Prinzip sehr perfekt gemacht. Perfekt gehalten. Ne? Hydraulikzylinder auch. Ja. Und ja. Ist ein schöner Hänger wieder. Ein schöner Allzweckhänger. Ja. Wenn wir den Traktor jetzt ausmachen, geht er automatisch runter. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Ne? Gebt dem Video doch gerne den Daumen nach oben da. Oder falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Und vergesst natürlich auch da nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf den Laufenden seid. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.